Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ja, heute möchte ich Ihnen gerne so ein paar Neuigkeiten, also ein paar News erzählen, die sich in der generalistischen Pflegeausbildung entwickelt haben und die auch besonders interessant sind. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Wenn Ihnen das gefällt, was ich hier auf meinem Kanal produziere und Sie dadurch auch ein bisschen Profit haben, würde ich mich freuen, wenn Sie mich dahingehend unterstützen würden, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und selbstverständlich nicht zu vergessen, einen Daumen hoch ist immer schön. Ja, kommen wir nun zu den aktuellen spannenden Themen, wie ich finde, für die generalistische Pflegeausbildung. Und hier hat sich ein bisschen was getan und ein bisschen was bewegt, besonders auch in Niedersachsen. Und da würde ich jetzt gerne ein bisschen was zu erzählen. Wie Ihnen ja bereits bekannt ist, wird in der generalistischen Pflegeausbildung, also die Ausbildung zum Pflegefachmann und Pflegefachfrau, eine Zwischenprüfung abverlangt. Und hier hat sich das Kultusministerium in Niedersachsen Gedanken gemacht, wie es wohl wäre, wenn nach der Zwischenprüfung die Auszubildenden nach Antrag einen Berufstitel erlangen können. Dass sie eben halt staatlich geprüfte Pflegeassistentin oder Pflegeassistent werden, wenn sie mit Erfolg, besser als 4,0, und es gibt ja Jahreszeugnisse, dann einen Antrag stellen können auf die Zuteilung der Berufsbezeichnung Pflegeassistenz. So viel zum Thema Entwurf. Ich habe zum Thema der Zwischenprüfung auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich denn hier oben, können Sie sich mal anschauen. Dieses Video ist auch immer noch gültig, denn es ist zunächst ein Gedanke, ein Entwurf, dass nach der Zwischenprüfung nach Antrag des Auszubildenden eben halt die Pflegeassistenz erteilt werden kann. Ja, die Frage ist, wie findet man das? Also ich persönlich finde den Gedankengang ganz gut. Der Gedankengang ist ganz gut, denn wir haben einen Fachkraftmangel und wenn dann zum Beispiel die generalistische Pflegeausbildung ohne Erfolg abgeschlossen wird oder man eben halt nicht mehr die 3 Jahre zu Ende bringt, hat man immer noch diese Berufsbezeichnung Pflegeassistentin oder Pflegeassistent und so könnten diese Menschen dann eben halt im Gesundheitswesen auch verbleiben und ihre Tätigkeit am Pflegebett auch weiter fortsetzen. Von daher finde ich die Idee ganz hübsch, dass man sagt, nach 1,5 Jahren und mit Beendigung des 2. Ausbildungsjahres können die Auszubildenden die Berufsbezeichnung Pflegeassistentin oder Pflegeassistent dann auch führen. Ja, hier hat aber der Bundesverband Lehrende in Gesundheit und Sozialberufe, BLGS, eine Stellungnahme geschrieben, die ich durchaus plausibel und auch verständlich finde. Denn man hat sich hierzu mal Gedanken gemacht. Also diese Pflegeassistentenausbildung ist ja eine schulische Ausbildung über 2 Jahre, die geregelt ist, also staatlich geregelt ist und auch die Prüfungen sind hier auch klar geregelt. Und nach 2 Jahren schulischer Ausbildung an der BBS zum Beispiel kann man denn als Pflegeassistentin oder Pflegeassistent loslegen. Und wenn man dann in die große Ausbildung, in die generalistische Pflegeausbildung möchte, besteht sogar die Möglichkeit, diese Ausbildung zu verkürzen. Ja, wie findet der Berufsverband das, also der Bundesverband, wie findet er das? Ja, nicht so witzig. Kann ich nachvollziehen. Warum? Also die Zwischenprüfung ist bundesweit nicht klar geregelt, sondern die Pflegeschulen entscheiden, in welchem Rahmen sie eine Zwischenprüfung machen möchten. Manche machen eine praktische Prüfung, eine schriftliche Prüfung und eine mündliche Prüfung. Wir zum Beispiel machen eine schriftliche Prüfung und eine mündliche Prüfung und wir machen ja unzählige Praxisbegleitungen, das heißt Schule kommt in die Einrichtung und führt mit Praxisanleitung und Auszubildenden eine Praxisbegleitung durch und das sind ja zahlreiche Praxisbegleitungen, somit haben wir hier auf eine praktische Prüfung verzichtet. Ja, dann ist ja die Frage, wie sehen denn die schriftlichen Prüfungen aus? Und da macht jede Schule auch ihr eigenes Ding. Wie sehen die mündlichen Prüfungen aus? Da macht auch jede Schule ihr eigenes Ding. Das heißt,
Hier gibt es keine Reglementierung, hier gibt es keine klaren Vorschriften. Das heißt, es ist an jeder Schule sehr unterschiedlich im Rahmen der Zwischenprüfung. Und wenn dann diese geschützte Bezeichnung Pflegeassistent oder Pflegeassistentin in Niedersachsen dann vergeben wird, wird das als außerordentlich schwierig angesehen. Ja, was haltet ihr davon? Gebt mal ein Feedback, ob ihr das gut findet, dass nach Antrag, nach erfolgreich bestandener Zwischenprüfung die Berufserteilung, Berufsbezeichnung erteilt werden kann, Pflegeassistentin oder Pflegeassistent. Ja, ich bin da ambivalent. Ich fände das positiv, wenn man das machen würde. Dann würde ich aber vorschlagen wollen, dass man die Zwischenprüfung dann auch vereinheitlicht, so dass in Niedersachsen zum Beispiel jede Schule die gleiche Prüfungsverordnung hat und entsprechend dann auch alle gleichwertig behandelt werden im Rahmen der Zwischenprüfung. Ja, aber über einen Kommentar von euch, über diese Thematik, was ihr dazu sagt, wäre super. Kommen wir nun zum zweiten Aspekt, der auch ganz spannend ist. Ich habe schon gehofft und gefiebert darauf, dass es durchgeht. Die niedersächsische CDU hat im Landtag, im Kultusministerium, einen Antrag gestellt auf Abschaffung der allgemeinbildenden Fächer in Niedersachsen. Ja, wie vielen von Ihnen vielleicht auch bekannt ist, haben wir in Niedersachsen den Luxus oder was auch immer, wie man das bezeichnen möchte, Qual, Luxus, müssen Sie auch mal einen Kommentar zu schreiben, der allgemeinbildenden Fächer. Das heißt, wir müssen als Pflegeschule anbieten, dass wir Deutschunterricht anbieten, dass wir Englischunterricht anbieten. Politik wird bei uns angeboten, Religion oder Werte und Normen. Also bei uns hier am IWK werden Werte und Normen angeboten. Ja, das war in den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen nicht üblich. In der Altenpflegeausbildung war das üblich, dass die allgemeinbildenden Fächer erteilt worden sind. In Niedersachsen ist es auch so, dass dann die Stunden für die allgemeinbildenden Fächer aus der praktischen Ausbildung entsprechend abgezogen worden sind und der Theorie zugeordnet worden sind. Nun hat ja die CDU den Antrag gestellt, im Landtag die allgemeinbildenden Fächer abschaffen zu wollen. Ja, also für uns als Schule ist es immer ein Kraftaufwand, eben halt entsprechende Lehrkräfte zu finden, die das auch unterrichten dürfen, denn die Qualifikation an einer berufsbildenden Schule oder Pflegefachschule unterrichten zu dürfen, sind ja sehr hoch, so auch in Bezug auf allgemeinbildende Fächer. Das ist gar nicht so einfach, da auch eben halt Personal zu finden, die diese Fächer auch unterrichten können. Und ja, ich bin da sehr ambivalent. Ich kann Ihnen das nicht so genau sagen, wie ich da eigentlich zustehe. Also ich kann Ihnen eins sagen, der Deutschunterricht, den finde ich enorm wichtig. Dann haben wir viele Auszubildende mit Migration, wo sie eben halt einen Unterstützungsbedarf haben in der deutschen Sprache, in der Aussprache, aber auch in der Schriftform. Und hier finde ich das eigentlich sehr gut, dass eben halt in Niedersachsen gerade auch Deutsch als Fach angeboten wird. Angeboten klingt so, als wenn man eine Wahl hat. Also in Niedersachsen hat man keine Wahl. Jeder muss Deutschunterricht erleben und das entsprechend dann auch benotet bekommen. Ja, berufspolitisch machen wir schon im allgemeinen Pflegeunterricht ganz viel. Hier weiß ich nicht, ob jetzt explizit nochmal ein Politikunterricht stattfinden muss, wo es doch eben halt auch im Rahmen der Ausbildung immer wieder auch Thema ist. Werte und Normen ist auch immer wieder thematisch inhaltlich in der Pflegeausbildung gegeben. Na, wo man sich dann eben halt auch mit Ethik und ethische Dilemma auseinandersetzt, warum hier nochmal das Fach. Englisch, ja, wir haben eine Multikulti-Gesellschaft und da ist es schon schön, wenn man auch eine Zweitsprache spricht und sich mit Englisch eben halt auch austauschen kann und kommunizieren kann. Ja, wie wollen wir damit umgehen? Der Antrag von der CDU wurde abgelehnt. Somit war zunächst große Hoffnung, dass die allgemeinbildenden Fächer und damit auch die Personalfrage geklärt ist, ist nun abgelehnt. Die allgemeinbildenden Fächer sollen und müssen weiterhin in Niedersachsen unterrichtet werden. Das heißt, wenn Sie in Niedersachsen Ihre Ausbildung machen wollen, zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau, werden Sie definitiv auch in Englisch, Politik, Werte und Norm
und Deutsch unterrichtet. Ja, kommen wir nun zum dritten Aspekt, den ich auch ganz spannend finde. An den berufsbildenden Schulen in Niedersachsen gibt es immer so Dienstbesprechungen, die verbindlich sind. Und hier gab es in Dienstbesprechungen die Thematik der Praxisbegleitung. Und hier wurde besprochen, dass die Praxisbegleitung auf 7 Praxisbegleitungen in 3 Jahre Ausbildung begrenzt oder eingegrenzt werden. Nach dem Pflegeberufegesetz ist es ja so, dass wir von der Schule in der praktischen Ausbildung Begleitungen umsetzen müssen. Bis dato war es in Niedersachsen so, dass 2 Praxisbegleitungen pro Ausbildungsjahr immer auch mit einer Note abschließt. Das heißt also auch eine Prüfungssituation entsprechend zustande gekommen ist. Das waren sehr viele Praxisbegleitungen, das muss man schon so sagen. In jedem Fachbereich wurde immer eine Praxisbegleitung umgesetzt. Orientierungseinsatz, Pflichteinsätze, Vertiefungseinsätze war immer gepaart auch mit einer Praxisbegleitung. Auf der einen Seite ganz schön, der Auszubildende konnte sich an den Lehrkräften orientieren. Und auf der anderen Seite ist es aber auch von Seiten der Schule ein hoher Personalaufwand. Wenn man so um die 20, 25, also 24 Teilnehmende pro Kurs hat, bedarf es denn ja auch unzählige Praxisbegleitung. Und dann tingelt man schon ganz schön viel durch die Gegend. Das zu reduzieren auf 7 Praxisbegleitungen, das heißt 2 pro Ausbildungsjahr. Eine Praxisbegleitung ist dann die Probeprüfung oder probeidentische Prüfung und dann kommt dann entsprechend das Examen. Ja, das heißt also hier für Niedersachsen soll sich das reduziert haben. Es gab eine Anfrage an der regionalen Landesschulbehörde. Wenn das in der Besprechung der berufsbildenden Schulen als gegeben angenommen wird, wie gilt das denn für die freien Schulen oder die Pflegefachschulen? Und dann wurde die Information gestreut, dass es auch für uns als Pflegeschule, die keine berufsbildende Schule beinhaltet, dann auch gültig ist. Ja, das zu den aktuellen Themen, die gerade so rumgeistern in der generalistischen Pflegeausbildung. Ich persönlich fand das ganz spannend und wollte das unbedingt mit euch teilen. Jo. Warum so spät erst wieder ein Video, kann ich auch mitteilen. Wir befinden uns derzeit aktuell in Prüfungssituationen. Wir haben viele praktische Prüfungen abgenommen. Bei uns an der Schule finden jetzt demnächst die schriftlichen Prüfungen statt, dann auch die mündlichen Prüfungen. Naja, und da ich ja Lehrer im Gesundheitswesen bin, bin ich nicht nur für die Pflegeausbildung zuständig, sondern auch für die anästhesietechnischen Assistenten und die operationstechnischen Assistenten mit zuständig und hier auch in Prüfungssituationen. Deswegen haben die Videos so ein bisschen auf sich warten lassen. Aber ich hoffe, Sie haben Geduld, es wird weitere Videos geben. Bis dahin, ich wünsche Ihnen alles Gute. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe.